Hallo zusammen zu einem neuen Postmann Unboxing Live. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Schön, wenn ihr mir regelmäßig zuschaut. Also, ich habe hier wieder mal 5 Postsendungen und Hintergrund ist eben meine Star-Vorstellung. Und da gucke ich gerade mal rein in das Paket Nummer 1. Und ich möchte noch, ich möchte noch was über Nicolas Cage machen. Und ich habe Nicolas Cage ja, also ich habe ja schon viele, viele abgedreht, muss ich dazu sagen. Und Nicolas Cage war noch offen. Da war ich mir nicht so sicher, mache ich was über ihn oder nicht. Habe dann in der Community mal nachgefragt und einige wollten Nicolas Cage haben und jetzt bekommt ihr Nicolas Cage. Aber ich habe, mir fehlt noch ein Film, glaube ich, oder zwei, die kommen mit der nächsten Postsendung. Ich habe noch nicht gehabt von Nicolas Cage Drive Angry. Und der Drive Angry, da habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt. Ich hätte mir wahrscheinlich nicht gekauft, wenn ich jetzt nicht Nicolas Cage vorgestellt oder vorstellen hätte wollen. Quentin Tarantino hat ja so einen ähnlichen gemacht, finde ich, Death Proof. Der erinnert mich immer ein bisschen an Drive Angry, also von der Art und mit dem Auto und so weiter und so fort. Aber legt mich da nicht so fest. Wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist ja ganz was anderes, dann ist es halt so. Aber ich, meine persönliche Meinung, die beiden werfe ich immer in einen Topf hier. Drive Angry und was habe ich gerade gesagt? Death Proof oder wie das heißt. Dann hatte ich Jackie Chan Vorstellung, habe ich eine gemacht. Leider ein bisschen übereilt, weil ich nämlich danach entdeckt habe, Mensch, es sind ja noch zwei, The Foreigner und Bleeding Steel in dem Fall. Ja, die habe ich mir erst danach geordert. Das heißt, wenn ihr die Jackie Chan Vorstellung anschaut, da sind diese beiden Filme noch nicht mit vorgestellt. Aber ich habe sie mir dann geordert, habe mir gedacht, Mensch, die zwei kannst du noch holen, weil Jackie Chan wird nicht mehr allzu viel machen. Ist ja auch in die Jahre gekommen. Der Bleeding Steel, der interessiert mich. Der Trailer hat mir ganz gut gefallen. Ich will ihn einfach mal anschauen, ob der jetzt... Es wird keine Erleuchtung sein wahrscheinlich. Es wird definitiv keine Erleuchtung sein. Es wird wahrscheinlich auch schlechte CGI dabei sein. Und ist man ja auch gewohnt von vielen Filmen, weil es kostet ja alles Geld und dann müssen sie es halt billig drehen. Ne? Dann wollte ich auch noch über Liam Neeson machen. Und Liam Neeson hat ja auch einige, ich möchte nicht sagen viele, er hat viele Filme gemacht. Und ich habe auch viele hier, muss ich sagen, Liam Neeson. Und das war jetzt der letzte, den hatte ich noch nicht. Da war ich lange am Zögern, aber ich habe eine Liste nochmal durchgelesen, habe gedacht, Mensch, okay, nimmst du den halt auch noch mit für die Vorstellung. Ich habe ja Liam Neeson noch nicht abgedreht. Retribution, der spielt ja sogar in Berlin und deswegen habe ich gedacht, Mensch, auch schon allein wegen Berlin, ich will den Retribution, will ich mal sehen und ich will ihn für die Liam Neeson Vorstellung haben und deswegen steht er jetzt hier und ist geordert worden. Es fehlt mir noch ein Film, glaube ich, mit Liam Neeson, Marksman oder wie er heißt, der müsste auch noch irgendwann eintrudeln und dann kann ich die Liam Neeson-Vorstellung machen. Leider kann ich sie nicht eher machen, weil ich will eben, wenn ich es vorher dann merke, dann möchte ich die Filme noch bestellen. Es sei denn, ich merke dann während der Vorstellung, Mensch, den willst du noch haben, dann ist die Vorstellung dann schon abgedreht. Ist natürlich dann auch blöd, aber so ist es halt dann. Keanu Reeves habe ich jetzt schon abgedreht und der Film wurde extra dafür geordert. Das heißt, in der Vorstellung ist er dabei und der Film heißt Siberia und da geht es um Diamanten, also nicht wie Blood Diamond, aber das spielt in Russland, das könnte in der Nähe von Sibirien spielen. Da macht sogar die Veronika Ferris macht damit und es geht um Diamantenschmuggel und um falsche Diamanten und um echte Diamanten. Und ich habe gedacht, naja, der Trailer, den fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Das wird jetzt nicht der Burner sein, der Film. Aber ich wollte den halt noch für die Keanu Reeves Vorstellung mir dann ordern. Habe ich gedacht, und dann guckst du ihn auch nochmal an. Mal ein bisschen neuer Filmstuff, ne? Also habe ich mir den mal bestellt. Ja? Also Siberia war mir gänzlich unbekannt vorher. Jetzt steht er hier. Ja, und dann muss ich mich in dem Fall nochmal outen. Ich habe, also ich bin jetzt grundsätzlich kein Batman-Fan. Ich habe auch die alten Filme, nicht ganz die alten, ich habe den mit dem Schwarzenegger da und beziehungsweise auf dem Dachboden oder mein Junior hatten, also ich werde sie mir wahrscheinlich nicht mehr angucken und dann habe ich ja diese Neuverfilmung mit Christian Bale, das ist ja auch Trilogie, da habe ich den ersten und den zweiten und der dritte, der hat mir nie so gut gefallen
Und ja, und da mache ich jetzt aber Liam Neeson Vorstellung und ich habe, glaube ich, es steht jetzt aber hier nicht drauf, aber ich glaube, der Liam Neeson macht im dritten Teil auch mit, aber legt mich da jetzt nicht fest. Egal wie, ich wollte den dritten Teil haben, jetzt dann doch, habe mir den dritten Teil geordert, also Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Morgan Freeman in dem dritten Teil. The Dark Knight Rises, den hatte ich echt noch nicht da. Also wer es mir nicht glaubt, es ist so, weil ich dann auch mal Filme auslasse, die mir nicht so zusagen. Und jetzt habe ich die Trilogie halt dann doch komplett gemacht. Wahrscheinlich ganz gut. Ich schaue mir den mal an oder wieder an. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Und jetzt steht er hier. So kommt es halt dann. So kommt eins zum anderen, möchte ich mal sagen. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim nächsten Postmann oder Star Spezial oder Movie Favoriten. Bis dann. Ciao, ciao.